In dem Song Not Our Time To Go geht's im Grunde ums Streiten. Auch wenn der Song sehr sanft klingt. Es geht für mich darum, nicht so einfach das Handtuch in einer Beziehung zu schmeißen. Es liegt einem ja was an der anderen Person. Das ist auch oft der Grund, warum man streitet. Das Problem ist erst wirklich da, wenn man damit aufhört. Wenn ich Streit mit einer Person habe, komme ich auch ganz schnell an den Punkt, wo ich hinterfrage, lohnt sich dieser Streit eigentlich? Weil eigentlich liegt mir doch viel an der Person. Und im Grunde ist der Song für mich das Gefühl nach einem Streit. Und zwar Reue. So ein bisschen dieses, hey Schatz, es tut mir leid, dass wir uns jetzt gegenseitig angekeift haben. Ist das wirklich nötig? Wollen wir uns jetzt trennen? Nein, ist noch nicht die Zeit gekommen, um zu gehen und das Handtuch zu schmeißen. Ursprünglich war in dem Song eine Akustikgitarre. Das war auch die Basis. Ich habe diese Akustikgitarre eingespielt und hatte so eine grobe Vocal und habe dann meinen Kollegen Mo Zander gefragt, ob er da ein bisschen Piano drüber setzen kann. Und der hat einen phänomenalen Job gemacht. Ab da an war klar, hey, das Piano und die Stimme harmonieren auf eine Art und Weise, die Gitarre muss raus. Da sind wir wieder bei dem Punkt Minimalismus, was für mich eine ganz neue Sache war. Diese Harmonie durfte nicht gestört werden. Wir haben die Vocals nochmal neu aufgenommen und ich habe alles gegeben, was auch die Dynamik in dem Song angeht. Das ist auch so eine Sache, das geht mir einfach nahe, wenn dieser Reuepunkt in einem Streit da ist. Und genau das habe ich in dem Moment gefühlt und das war einfach der richtige Tag, der richtige Ort und das richtige Mikrofon vor der Nase. Der Song ist zum größten Teil sehr minimalistisch gehalten, um eben diese Harmonie zwischen Vocal und Piano nicht zu stören. Es geht ja aber auch um ein sehr heftiges Gefühl und deswegen haben wir am Ende diesen letzten Abschluss, wo es in einem großen, imposanten Ende aufbäumt, um dann zu fallen und auszufaden. Also wir haben da wirklich diese große Emotion, die sich dann entlädt in einer großen Explosion, gekennzeichnet da über das Schlagzeug und den Bass und die E-Gitarre und dann, wie gesagt, das Abflauen und dann am Ende die Erkenntnis, es ist okay.